Willkommen im Berchtesgadener Land. Volvo setzt seine Elektrifizierung der gesamten Flotte fort und jetzt zeigt die schwedische Marke den XC40 als Plug-in-Hybrid. Und wir schauen uns heute mal an, A, wie fährt sich eigentlich das Fahrzeug hier, denn es ist mit der Batterie ein bisschen schwerer, B, wie sieht es mit dem Durchschnittsverbrauch aus und vor allen Dingen auch, wie sieht es aus mit der elektrischen Reichweite und mit dem Thema Laden bei so einem Plug-in-Hybrid mit einem Elektromotor in Verbindung mit einem Verbrenner. Und natürlich gibt es noch ein paar Informationen zum Fahrzeug im Allgemeinen und natürlich zu unserem Testwagen im Speziellen. Unser Volvo XC40 heißt T5 Twin Engine und der Grund dafür ist einfach, wir haben nämlich zwei Antriebe an Bord. Zum einen ein 1,5 Liter Benziner, das ist ein Dreizylinder und der liefert 132 kW bzw. 180 PS maximale Leistung. Darüber hinaus gibt es einen Elektromotor, der liefert 60 kW und zusammen bieten die beiden maximal 425 Newtonmeter Drehmoment. Interessant bei diesem Paket ist, dass das für sehr gute Verbrauchswerte sorgen soll, denn zum einen kann ich batteriebetrieben rein elektrisch fahren. Zum anderen kann aber auch der Elektromotor den Benziner unterstützen. Und Volvo gibt den Wert an zwischen 2 und 2,5 Litern auf 100 Kilometer. Halte ich jedoch für einen Fabelwert. Aber wir werden probieren, ob wir den erreichen können. Übrigens hier beim Fahrzeug noch wichtig, der hat immer ein 7-stufiges Automatikgetriebe, ein Doppelkupplungsgetriebe an Bord und er ist immer ein Fronttriebler. So, es ist alles auf Null gesetzt. Unser Fahrzeug hier hat eine 10,7 Kilowattstunden große Batterie an Bord und die soll reichen für 47 bis 50 Kilometer rein elektrisches Fahren. Aber unser Fahrzeug zeigt an, Reichweite 400 Kilometer, elektrische Reichweite 40 Kilometer bei voller Batterie. Es sind aber auch nur 8 Grad draußen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir versuchen jetzt mal rein elektrisch zu fahren. Und zwar im sogenannten Pure-Modus, hier bei unserem XC40 als Plug-in-Hybrid. Und schauen mal, wie weit kommen wir eigentlich, bevor der Verbrenner wieder anspringen muss. Die 10,7 Kilowattstunden Batterie des Volvo wurde übrigens platzsparend im Mitteltunnel des Fahrzeugs platziert. Ihre 90 Zellen können an einer Haushaltssteckdose mit 6 Ampere in rund 9 Stunden aufgeladen werden. Liegen 16 Ampere an, dauert der Ladevorgang nur noch rund 3 Stunden. Was wirklich toll ist, wenn man mit dem Plug-in-Hybrid rein elektrisch fährt, ist, dass man nicht nur ein gutes Gewissen hat, weil man niemanden durch Lärm stört und vor allen Dingen auch ja, keine Emissionen verursacht, sondern es ist im Auto einfach so schön leise, dass man das Fahren ganz anders genießen kann. Das gilt natürlich ganz speziell, wenn man sich in einer Region bewegt, wie hier mitten in den Alpen. Wenn ich mich hier in dem Volvo umschaue, dann ja, ist das ein Platz zum Wohlfühlen, kann man nicht anders sagen. Ich habe hier wirklich tolle Materialien. Wir haben Hölzer, wir haben Leder, wir haben Kunstleder, wir haben Stoffe. Wir haben metallische Oberflächen, es sieht einfach alles sehr gut aus und es ist auch sehr schön verarbeitet. Und auch die Sitze zum Beispiel, die wir hier im Fahrzeug haben, sind einfach nicht nur optisch ansprechend, sondern auch sehr bequem und bieten mehr als genug Seitenhalt. Wenn wir uns das Ganze rein technisch anschauen, dann finden wir hier im Fahrzeug zum Beispiel einen 9 Zoll großen Touchscreen in der Mittelkonsole, wie bei Volvo üblich hochkant, wo ich halt sagen kann, ich kann durch das rechts und links wischen, wie wir es von Smartphones kennen, bestimmte Bereiche aktivieren oder mir zum Beispiel auch die Assistenzsysteme anschauen oder die Klimaanlage bedienen und funktioniert wirklich vernünftig. Natürlich gibt es hier Apple CarPlay und Android Auto im Fahrzeug und wenn ich mir zum Beispiel das Cockpit anschaue, das ist voll digital, das ist hier ein 12,3 Zoll großes Display. Das kennen wir aus den anderen Volvo-Fahrzeugen schon. Hier haben wir aber ein bisschen andere Anzeigen, denn wir fahren im Plug-in-Hybrid. Und das heißt, wir kriegen hier Zusatzinformationen, wie zum Beispiel den Batteriestatus unserer Batterie hier an Bord, den Restreichweite rein elektrisch oder auch die Reichweite gesamt vom Fahrzeug und zusätzlich eine Information darüber, was passiert eigentlich gerade. Das heißt, wird gerade Energie zurückgewonnen durchs Rekuperieren oder brauchen wir gerade Energie für den Elektromotor? Und das sorgt dafür, dass man sein Fahren so ein bisschen anpassen kann und dann eben vielleicht nochmals effizienter unterwegs ist. So, wir haben jetzt die ersten 8 Kilometer hinter uns rein elektrisch. Und das Interessante ist, der Wagen zeigt mittlerweile 45 Kilometer elektrische Reichweite an. Also da hat sich was im positiven Sinne getan. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ob er vielleicht wirklich
die, naja, versprochenen 50 Kilometer schaffen. Wenn man hier über die Berge fährt, dann ist das Interessante, dass der Wagen natürlich viel Energie braucht, um den Berg hochzuklettern. Aber das Gute ist, auf der anderen Seite vom Berg geht es wieder runter. Und das heißt, so wie im Moment, jetzt wird rekuperiert und Energie zurückgewonnen. Den XC40, den gibt es in den Ausstattungslinien Momentum, Momentum Pro, R-Design und Inscription. Und als T5 Plug-in-Hybrid kommt der Wagen immer in der Basis bereits als Momentum Pro. Man kann natürlich die beiden höheren Ausstattungsvarianten auch noch wählen, aber wie gesagt, die Basis ist schon der höhere Level oder das höhere Level. Und damit gibt es halt schon einiges an Ausstattung hier im Fahrzeug. Und damit ihr mal seht, was das bedeutet, einiges an Ausstattung, hier mal die Liste mit den Basisausstattungsmerkmalen vom XC40 als Plug-in-Hybrid. Das ist schon eine ganz ordentliche, ja, Ansammlung von Dingen, die das Fahren angenehmer machen. Aber natürlich geht noch mehr, denn der kostet in dieser Basis bereits 49.000 Euro. Unser Testwagen jedoch, der kratzt an der 60.000 Euro Marke. Und wo diese extra Euros herkommen, das seht ihr auf dieser Liste hier. Denn das sind die bei uns im Fahrzeug mitgelieferten Extras, die wir haben. Und da kommt eben doch der ein oder andere Euro dazu. So, wir haben jetzt fast 20 Kilometer rein elektrisch hinter uns. Und mittlerweile hat sich auch was getan bei der Batterieanzeige. Sie zeigt nicht mehr voll an und sie zeigt eine rein elektrische Restreichweite von nur noch 36 Kilometer. Wo ich ja so gemütlich gerade über Land fahre, können wir mal kurz über das Thema Praktikabilität und Ablagen hier im XC40 sprechen. Der Wagen hat hier in den Türen wirklich große Ablagefächer, die sind sehr schön und vor allen Dingen habe ich vorne einen sehr großen Flaschenhalter. Der sieht so aus, das ist ein bisschen schräg, der sieht so aus, als würde der auch 1,5 Liter Flaschen schaffen, also wirklich sehr ordentlich. Darüber hinaus habe ich hier einen Türgriff, der ist geschlossen, also so eine Schale, in die ich auch was legen kann, was eben nicht rausfällt. Und dann finde ich hier in der Mittelkonsole im vorderen Bereich ein Fach, das ist unter anderem auch die Ladeschale fürs kabellose Laden. Dahinter gibt es so eine Klappe, da kann ich zum Beispiel dann ein Telefon hochkant reinstellen, finde ich ganz praktisch, sieht man nicht so häufig. Und dann kommt hier neben dem kleinen Schalthebel, weil Automatikgetriebe und Shift-by-Wire, haben wir hier einen Bereich mit zwei Becherhaltern, die vernünftig funktionieren und die man auch vernünftig rankommt. Dahinter vor der Mittelarmlehne finden wir noch mal ein weiteres Ablagefach. Das ist offen nach unten Richtung Mittelarmlehne und unter der Mittelarmlehne gibt es noch einen vernünftigen Stauraum. Darüber hinaus gibt es dann im Auto natürlich auch noch ein normal großes Handschuhfach. Und selbstverständlich finden wir auch auf der Rückbank die großen Ablagen in den Türen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es außerdem noch zwei Becherhalter in der Mittelarmlehne. Das Platzangebot hier vorne im XC40 ist wirklich gut, auch für große Menschen wie mich mit rund 1,95 Meter Höhe. Ich sitze gut im Auto, kann den Sitz und das Lenkrad so einstellen, dass ich eine perfekte Sitzposition habe, fühle mich wirklich wohl. Und was ich aber im XC40 noch nie probiert habe, ist, wie sitze ich eigentlich hinter mir? Und genau das probieren wir gleich mal bei einem kurzen Zwischenstopp. So, der versprochene Zwischenstopp. Ich habe meinen Sitz vorne jetzt nicht verstellt. So bin ich die ganze Zeit gefahren. Jetzt schauen wir mal, was ich hinten an Platz biete. Das habe ich tatsächlich bei den bisherigen Tests mit dem Auto noch nie gemacht. Und da der Plug-in-Hybrid ja genauso viel Platz bietet wie die anderen. Und wie ihr seht, auch so ein großer Lars passt hinter einen großen Lars. Also 1,95 hinter 1,95 und hinten habe ich genau wie vorne eigentlich gerade eben so genug Kopffreiheit. Ich denke, ohne das Dach wäre es noch ein bisschen mehr, also ohne Schiebedach. Aber für so ein kleines Auto völlig okay. Der XC40 als Plug-in-Hybrid, der liefert 460 Liter maximales Ladevolumen mit aufgestellter Rückbank und das wächst auf 1336 Liter, wenn man die Rückbank umklappt. Da sagt ihr jetzt, völlig egal, was machen alle anderen XC40 auch. Richtig, aber der hier hat eine Batterie mit an Bord und die ist gar nicht so klein, doch die ist eben nicht unterm Kofferraumboden verbaut und deswegen haben wir hier keinerlei Einbußen. Der einzige Unterschied ist, den optionalen faltbaren Ladeboden, den es für die normalen Verbrenner gibt, den gibt es hier nicht. So, mittlerweile haben wir über 30 Kilometer rein elektrisch hinter uns und unsere Batterie, die ist jetzt im unteren Drittel, was die Restkapazität angeht. Das Fahrzeug zeigt mir eine Restreichweite an, rein elektrisch, von aktuell 14 Kilometern.
Volvo ist das Thema Sicherheit wirklich wichtig. Und so werden wir zum Beispiel demnächst nur noch Volvos vorfinden, die eben nicht schneller fahren als 180 km pro Stunde. Und auch beim XC40 haben wir zum Beispiel sehr viele Assistenzsysteme bereits in der Basis immer mit an Bord. Und so gibt es hier zum Beispiel einen City-Notbremsassistenten, es gibt hier einen aktiven Spurhalteassistenten, einen Kreuzungsbremsassistenten, einen Gegenverkehrassistenten, eine Verkehrszeichenerkennung und vieles, vieles mehr. Aber natürlich gibt es darüber optional auch nochmal eine wirklich große Liste an Dingen, die man dazu bestellen kann, bis hin quasi zum, sagen wir, teilautonomen Fahren. Und um euch einen Überblick zu geben, einfach mal hier die Liste der Basisausstattung und jetzt nochmal die Liste der optionalen Extras, zumindest der wichtigsten. So, unsere Batterie ist offiziell leer. Und geschafft haben wir 41,3 Kilometer rein elektrisch. Ich finde das keinen schlechten Wert, aber wichtig ist, wir sind ruhig gefahren. Nur über Land, viele Teile mit 50 bis maximal 80, also wirklich entspannt. Der Wert sieht garantiert komplett anders aus, sobald ihr auf der Autobahn fahrt oder bei uns im Winter über Land mit 100. Das nur so als Info, aber dennoch, wir haben über 40 Kilometer geschafft. So, und jetzt stelle ich den Fahrmodus um von Pure auf Hybrid. Denn jetzt interessiert mich mal, wie sieht eigentlich der Verbrauch aus, wenn ich 100 Kilometer fahre, nachdem ich quasi die Batterie leer habe, also den Mix aus elektrischer Fahrt und den Rest ganz normal im Hybridmodus. Mit dem Antriebsstrang, den wir hier an Bord haben, läuft der XC40 wirklich gut. Der hat immer Leistung satt und das Zusammenspiel zwischen dem elektrischen Motor und dem Verbrenner in diesem Hybridmodus funktioniert wirklich super. Also da kann man sich absolut nicht beschweren. Der Wagen sprintet los, wenn man es möchte. Der schaltet sehr sanft, quasi unmerklich um. Und das macht wirklich einen sehr ordentlichen Eindruck. Das Einzige, was ich tatsächlich sehr schade finde, ist, dass es dieses Fahrzeug eben nur frontgetrieben gibt. Es gibt keine Allradoption, denn der Wagen hat eben richtig Leistung und auch ein vernünftiges Drehmoment. Und wenn ich das auf die Vorderräder gebe, gerade wenn die Straßen so wie aktuell ein bisschen feucht sind, dann merkt man, dass der die Leistung einfach nicht auf die Straße bringt. Und da wäre ein Allrad ganz klar hilfreich, aber funktioniert halt hier im Fahrzeug nicht und ist, wie gesagt, auch nicht geplant für die Zukunft. So, jetzt sind wir ein paar Kilometer gefahren und entsprechend sieht unser Auto aus, denn wir haben zwar aktuell Sonne, aber im Vorfeld gab es Regen. Das heißt, wir haben eine nasse Straße, dreckige Straßen und auf dem Rot sieht man tatsächlich den Alpendreck perfekt. Jetzt aber mal zum Design. Wenn wir uns den Volvo XC40 von vorne anschauen, also unseren Twin-Engine-Plug-in-Hybriden, den erkennt man von vorne überhaupt nicht als solchen, aber man erkennt sofort, dass es ein Volvo ist. Und der Grund unter anderem ist natürlich der typische Volvo-Grill mit dem großen Volvo-Logo vorne drauf und natürlich auch die typischen Volvo-Hauptscheinwerfer. Übrigens immer in LED ausgeführt und immer mit dem tagverlichten LED in dem sogenannten Thor's Hammer-Design. Es gibt auf Wunsch aber noch eine höhere Ausstattungsvariante für die Scheinwerfer. Das nennt sich dann Voll-LED-Scheinwerfer und die haben dann unter anderem auch ein intelligentes Fernlicht dabei. Und jetzt schauen wir mal auf die Seite. Unser Volvo hier, der kommt in der Farbe Fusion Red Metallic vorgefahren. Leider aufpreispflichtig 700 Euro. Wenn er noch das weiße Dach dazu haben will, gibt es leider auch nicht umsonst 540 Euro. Aber dann haben wir die Optik, die wir jetzt hier sehen. Wichtig, wenn wir von der Seite aufs Auto schauen, erstmal die Felgen fallen auf. Unser Volvo hier als Plug-in-Hybrid, der kommt mit 18 Zöllern vorgefahren serienmäßig. Bei uns sind die aufpreispflichtigen 19 Zöller an Bord. Wer will, kann bei der Motorisierung mit bis zu 20 Zoll Felgen unterwegs sein. Außerdem, interessantes Detail von der Seite ist das hier, denn das ist der Ladestecker. Da drin geht's los, beziehungsweise da laden wir nach, an der heimischen Steckdose oder der Wallbox. Ansonsten hat der Wagen natürlich so ein paar Accessoires, die typisch für ein SUV sind. Wir haben Rathausbeplankung vorne und hinten. Wir haben hier unsere seitliche Beplankung. Der Wagen hat insgesamt eine vernünftige Bodenfreiheit für ein SUV und kommt auch, wenn wir uns die Proportionen anschauen, relativ robust daher. Eine sehr hohe Motorhaube, eine hohe schmale Scheiben, sodass der wirklich ein bisschen knackiger daherkommt. Leider jedoch eine Sache, die mich tatsächlich stört am Auto. Es wird ihn nicht als Allradversion geben und das finde ich bei der Leistung, die der Wagen hat und bei dem Anspruch des SUVs so ein bisschen schade. An der Front gab es keinen Hinweis darauf, dass wir einen Plug-in-Hybrid fahren. An der Seite haben wir zumindest den Ladestecker gefunden und am Heck gibt es dann endlich das Badge, das sagt, das hier ist ein Twin-Engine, also in dem Fall T5 Twin-Engine.
Ansonsten typisches XC40 Heck. Wir haben die typischen Volvo-Rückleuchten in diesem klassischen Volvo-Design, natürlich in LED-Ausführung. Wir haben ansonsten ein relativ cleanes Design mit einem ja, sehr robusten Stoßfänger, typisch fürs SUV. Aber wie ich finde, für den Kleinen dennoch recht gelungen. So, jetzt haben wir die 100 Kilometer voll gemacht. Nachdem wir ja rund 40 mit der Batterie gefahren sind, haben wir jetzt bis auf 100 einfach mal die Strecke voll gemacht oder zu Ende gefahren. Und jetzt zeigt unser Auto tatsächlich auch einen Benzinverbrauch an. Und in diesem Fall 4,2 Liter. Ich denke, das ist völlig in Ordnung. Wobei immer noch gilt, wir sind relativ ruhig gefahren, sind nur über Land gefahren. Aber wie gesagt, wenn man zuerst mit der Batterie unterwegs ist und dann es ruhig angehen lässt, kann man so mit 4, 4,5 Litern locker klarkommen. Wichtig ist aber auch, wir sind den Wagen auch schon gefahren mit leerer Batterie, etwas flotter über den Berg. Da hat unser Auto über 7 Liter angezeigt. Das heißt aber, den größten Teil der Zeit haben wir da eben den 180 PS Benziner genutzt und es war halt bergauf, bergrunter. Deswegen, wenn man einen Plug-in-Hybrid kauft, sollte man ihn auch fahren, wie man einen Plug-in-Hybrid fahren soll, um eben die Vorteile dieses Antriebs wirklich nutzen zu können. Das war sie, meine Probefahrt im Volvo XC40 T5 Twin Engine, dem Plug-in-Hybrid des kleinen Volvo SUVs. Und erstmal so, was meinem Auto allgemein gut gefällt. Ich mag die Form nach wie vor. Ich finde es schön, dass Volvo das Auto hinstellt und man nicht sofort erkennt, hallo, hier kommt ein Stromer oder ein Teilstromer. Und wenn ich mir den Wagen von außen anschaue, das ist so ein echter SUV-Look, schön hoch, schöne Radhäuser, einfach ein, ja, ein Wagen, der so typischen Volvo-Look auch noch hat. Wenn wir uns den Innenraum angucken, typisch Volvo, hochwertige Materialien, tolle Verarbeitung, viel moderne Technik und wie ich finde auch sehr viel Sicherheit. Und die Liste der Assistenzsysteme, die ist schon wirklich lang, finde ich persönlich eine gute Idee. Ein weiteres Argument ist ganz klar der Steuervorteil, denn bei einem E-Fahrzeug sowie dem Plug-in-Hybrid muss ich ihm nur die Hälfte des Neuwerts versteuern und das spart natürlich. Jetzt aber zum Thema Antrieb. Eine Sache noch vorweg, wenn ihr euch für mehr Informationen interessiert zum Thema XC40. Es gibt bei mir zwei Videos, einmal von der Fahrvorstellung des Fahrzeugs und einmal ein 100 Kilometer Verbrauchstest. Dazu mal eben hier die Links eingeblendet, dass ihr jederzeit nachschauen könnt, falls hier in diesem Test irgendwas nicht gezeigt wurde. Denn mir ging es primär um den Antrieb. Und da ist es so, dass dieser Elektromotor zusammen mit dem Benziner, mit dem Dreizylinder 1,5 Liter hier einen wirklich guten Job macht. Der Wagen hat Power genug, der ist ruhig und leise zu fahren. Das Zusammenspiel merkt man als Fahrer eigentlich gar nicht, es läuft völlig entspannt. Und ganz wichtig ist, er läuft eben auch rein elektrisch und das, wie wir es ausprobiert haben, rund 40 Kilometer hier über Land, finde ich eine vernünftige Reichweite, ist auf jeden Fall genug für das tägliche Hin- und Herfahren, sage ich mal. Und im Zweifelsfall habe ich immer noch die Möglichkeit, in Hybridmodus zu fahren, auch Langstrecken, wobei dann klar ist, wenn ich eben mit dem Dreizylinder schnell fahre, 180 PS aus 1,5 Litern, der rund 2 Tonnen schleppen soll, dann geht der Verbrauch eben nach oben und da ist das genau die Kehrseite von dem, was man sparsam nennt, denn dann braucht er eben auch über 7 Liter auf 100 Kilometer und das finde ich dann schon einen ganz ordentlichen Wert für so ein kleines Auto. Aber nichtsdestotrotz, der Antrieb als solcher funktioniert gut. Ich denke, das Paket ist in Ordnung, aber dieses Paket hat halt auch seinen Preis. Denn der Wagen fängt eben erst an bei 49.000 Euro, dann allerdings in der Ausstandslinie Momentum Pro. Und was es für den eben nicht gibt, ist, trotz all der schönen Antriebstechnik, das ist Allrad. Und wenn ich mir jetzt eben überlege, dass ich nicht der passende User bin für einen Hybrid oder in dem Fall Plug-in-Hybrid, das heißt viel Startfahren, viel Stop-and-Go, viel Kurzstrecke, viel Lademöglichkeit, dann sollte ich vielleicht eher den größten Benziner nehmen, denn da habe ich auch über 240 PS maximale Leistung. In der gleichen Ausstattungsvariante ist er noch mal billiger und er hat dann auch noch Allrad mit an Bord.